mal im Interview mit Holger Strom, den wir schon mal hatten und den wir in loser Reihenfolge über das Jahr weiter präsentieren und uns mit Themen beschäftigen, die nicht immer sehr beliebt sind. Das erste Mal Atomkraft und heute Klimaschutz, Klimawandel. Klimawandel, das ist auch so ein Thema, was wirklich schockt und doch immer wieder untergeht im allgemeinen Alltagswust der Menschen und ihren kleinen Fernsehserien und dem behüteten Dasein. Die Welt ist ja schön, so schön ist sie doch nicht. Holger Strom, erstmal herzlich willkommen. Danke. Wo fangen wir an, Klimawandel? Ja, dass das ja eigentlich ein alter Hut ist. Schon vor 40 Jahren habe ich ein Buch geschrieben, Klimawandel, brennende Sänge oder Eiszeit. Es gibt ja auch ein Protokoll über eine öffentliche Anhörung, der Deutsche Bundestag, 7. Wahlperiode, 1974. Eine Anhörung in der Öffentlichkeit zu Fragen des Umweltschutzes. Und schon da war das Thema. Ja, ich bin als Experte eingeladen worden und sollte über Reaktorökonomie und organisatorische Sicherheit sprechen. Ich bin also der Einzige, der in zwei Dingen, nämlich Reaktorökonomie, also Wirtschaft, und organisatorische Sicherheit. Also organisatorische Sicherheit hat vieles beinhaltet. Zum Beispiel, was im Falle eines atomaren Unfalls passiert. Oder aber Klimaschutz. Oder aber Sabotage mit Atomkraftwerken. Der Bau von Atombomben. Und was passiert, wenn das in die Hände von Despoten oder Terroristen gelangt. Das sind also Themen, die nichts Neues sind. Interessant ist dabei, dass das damals nicht erwünscht worden ist. Es ist einfach alles unter den Tisch gefallen, weil man damals mit Umweltschutz noch kein Geld verdienen konnte und anstattdessen wurden Umweltschützer und Atomgegner massiv verfolgt. Heute kann man mit Umweltschutz eine Menge Geld verdienen. Der Umweltschutz kam dann doch irgendwann, Ende der 70er. Es hat sich eine Partei gebildet, die du über die grüne Liste Bunte Liste, ja. mitgestaltet. Ich war 1978 Spitzenkandidat in Hamburg der Bunten Liste und damit ist praktisch alles angefangen. Und das war der Vorläufer der Grünen. Ich selbst war vor 20 Jahren auf Spitzbergen und schon dort haben die Wissenschaftler darauf aufmerksam gemacht, dass die Gletscher schmelzen schneller als je zuvor. Es war politisch nicht gewünscht, darüber breit und öffentlich zu diskutieren. Ich meine, wir sehen Zerstörung auf der ganzen Linie. Interessant ist dabei, dass die ganze Klimadebatte eigentlich nur eine gigantische Lüge ist. Es geht wie immer um Wirtschaftsinteressen, um Geld, aber die wirklichen Probleme werden dabei gar nicht angerissen. Wir hatten zum Beispiel dieses Abkommen von Kyoto, da hatte man sich geeinigt, den Kohlendioxidausstoß um 30% zu reduzieren. Aber anstatt dessen haben wir ihn um 40% erhöht. Aber Kohlendioxid ist nur ein Teil dessen, was das Klima schädigt. Es gibt noch was Zweites. Nein, es gibt viele Substanzen, so zum Beispiel Methangas. Das, was die Kuh ausfurzt zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Aber Methangas ist im Permafrostboden drin und auf dem Meeresgrund in Milliarden von Tonnen. Und wenn nun das immer wärmer wird, dann gast das aus. Und Methangas ist viel effektiver, um das Klima zu verändern. Das heißt also, deswegen ist es auch nie berücksichtigt worden, wenn diese Mengen Methangas frei werden, ja, dann ist das so eine Katastrophe, da brauchen wir auch gar nicht weiter berechnen, dann ist das praktisch das Ende. Erstmal für uns. Das wäre so schlimm, als wenn alle in dein Auto fahren würden. Nein, viel schlimmer. Es kommt noch hinzu, dass zum Beispiel auch, wenn Kunstdünger auf die Felder gestreut wird, 50% davon in Lachgas umgewandelt wird. Ebenfalls ein hocheffektiver Klimaerzeuger. Es gibt nur noch weitere Substanzen. Aber eine, die völlig rausgelogen wird, wir haben jetzt gerade gehört, Präsident Obama hat gesagt, Atomenergie sei ja Umweltschutz, eine grüne Ökologie, Ökoenergie. Dabei hat er natürlich unterschlagen, dass aus jeder atomtechnischen Anlage Krypton 85, ein Edelgas, hervorkommt. Das kann man nicht zurückhalten, weil Edelgase gehen keine Verbindung ein, die werden immer frei. Und zwar in so großen Mengen, dass kaum vorstellbar ist. Alleine die Wiederaufbereitungsanlage in Le Hague
stößt jedes Jahr mehr Krypton aus, als durch sämtliche Atombombentests in der Welt erzeugt worden sind. Und dieses Krypton hat eine verheerende Auswirkung auf das Klima. Es gibt noch weitere Substanzen, so zum Beispiel diese ganzen Gase, Treibgase, Fluorkohlenwasserstoffe, die ja immer noch produziert werden, obwohl sie verboten sind. Es gibt ja diverse andere Substanzen, vieles davon verstehen wir überhaupt noch nicht. Wenn also Wissenschaftler von Klimaveränderung reden, gut, wir haben sie, das ist kein Zweifel. Aber wie sich das auswirkt, ob wir letztendlich eine Eiszeit bekommen oder sich alles weiter erwärmt, wissen wir überhaupt nicht. Ist jetzt eine Alternative Kohlekraft, weil es scheint ja eine gewisse Renaissance wieder aufzuleben, Kohlekraftwerke mit besseren Filteranlagen zu bauen? Gut, es ist sicherlich, wenn man heute moderne baut, die stoßen weniger Kohlendioxid aus. Da hat man nicht nur eine Turbine, sondern mal zwei hintereinander. Das heißt, man kann das alles effektiver gestalten. Aber letztendlich, wenn wir eine sinnvolle Energieform haben, ist das erste weniger verbrauchen, also alles effektiver gestalten. Und dann natürlich die Ökoenergien, die wirklichen, also nicht die Propaganda, Wasser, Wind, Bioenergie und dergleichen mehr. Das ist ja auch machbar. Aber weil nun mal die Atomkraftwerke gebaut worden sind und die sind ja sehr teuer in der Errichtung, will man natürlich sie nutzen, weil man damit eine Menge Geld verdienen kann, dass natürlich dadurch immense Schäden entstehen können, dass also mit einem einzigen Reaktorunfall praktisch die Hälfte der Bundesrepublik unbewohnbar wird, dass Millionen Menschen sterben können, das wird natürlich alles ausgeklammert, weil wenn es um Geld geht, spielt der Mensch keine Rolle. Aber der Klimawandel zeigt ja eins, die Erdbevölkerung wächst, wir gehen auf 7 Milliarden Menschen, wenn wir noch älter werden, wir werden auch noch 10 Milliarden erleben, die brauchen mehr Energie, einen Energiebedarf wie nie zuvor. Woher soll diese Energie kommen? Oder wäre meine Idee, also weltweit eine globale Zwangssterilisation nicht vorteilhafter, um zu sagen, weltweit, solidarisch erklärt sich der Westen mit dazu bereit, einfach die Geburtenzahlen runterzudrücken, weil mehr Energie wird ja die Problematik immer mehr anheizen. Wo nehme ich sie her? Windkraft, Gezeitenkraftwerke etc. etc. Aber das ändert nichts am Thema, dass wir mehr Energie brauchen. Ja, zum einen müssen wir natürlich den Geburtenzugang beschränken. Wir wissen ja, dass Mao Zedong damals die Ein-Kind-Familie durchgesetzt hat. Zum Teil wurde das nicht eingehalten, aber es wurde von dem Westen und ja auch von Herrn Bush heftigst bekämpft. Als diktatorisch und als ganz schlimm. Aber wir haben gar keine andere Möglichkeit. Wir müssen als Menschen, wenn wir überleben wollen, müssen wir vernünftig werden. Da spricht zwar nichts dafür, aber wir sind einfach dazu verdammt oder wir gehen unter. Und das Zweite ist natürlich, man kann die Energie effizienter gestalten. Amory Lovins hat vor 30 Jahren bereits ein Institut gegründet, in dem er Modelle gebaut hat, zum Beispiel Kühlschränke oder Waschmaschinen, die nur ein Zwanzigstel der Energie verbraucht haben. Er hat also demonstriert, dass das möglich ist und dafür bekam er den alternativen Nobelpreis. Es ist also auch allgemein bekannt. Nur wir sehen, dass die Produkte, die heute erzeugt werden, kaum noch die Garantiezeit überstehen und dann kaputt gehen, weil man uns zum Konsum zwingt. Zum Beispiel ist es bei Autos so, dass für die Produktion eines Kraftfahrzeugs genauso viel Energie benötigt wird, wie dann im Gebrauch, 10-20-jährigen Gebrauch. Das heißt, das Erste, wir müssten Produkte erzeugen, die langlebig sind, die nicht kaputt gehen. Aber das will natürlich keiner. Man will Geld machen.